Es ist selten, dass der Nico mich mal früh morgens um 4:30 anruft und ganz aufgeregt ist, denn er hat es tatsächlich bekommen, das 2021er Bergamont mit Bosch-Antrieb und einer Optik, die so phänomenal ist und zu einem Preis von rund 3.300 Euro. Er hat gesagt, wenn das Fahrrad nicht weggeht wie warme Semmel, dann glaube ich es nicht. Aber auch hier wieder, du kriegst viel zu wenige von dem Fahrrad. Aber wir haben es jetzt schon hier. Das Ding ist wirklich unglaublich gefragt. Ja, es ist gefragt. Eigentlich ist es das gleiche Modell wie im Vorjahr, in einer anderen Farbe. Aber prinzipiell ist diese Serie, das e-Revox EQ Pro, mit eines der gefragtesten Räder, weil es so ein bisschen das Thema Mountainbike mit Trekkingrad verbindet. Wie wir sehen, haben wir ein komplett ausgestattetes Rad, sprich Beleuchtung, Schutzblech, Gepäckträger, also komplett STVZO-konform so gesehen. Aber in dem Fall mit einem 29 Zoll Laufrad mit drin. Wir kennen das auch aus Trekkingrädern. Da haben wir die Thematik meistens 27,5 Zoll mit einem großvolumigen Reifen von Schwalbe beispielsweise. Nur ich sehe immer zwei verschiedene Ansätze. Ich kann ein Rad aus dem Trekkingradbereich nehmen, was tendenziell etwas komfortabler ist von der Sitzposition. Oder ich gehe von der Revox-Serie jetzt in dem Fall hier aus. Revox ist ganz klar die Mountainbike-Serie bei Bergamont und statte so ein Fahrrad halt komplett aus. Also hier ist es halt auch wichtig gewesen, so wie es ein Mountainbike auch eingesetzt wird, es muss robust sein. Geht mit Schutzblech los, komplett aus Metall. Also hier wirklich absolut vernünftige Qualität, kein Kunststoff, da wackelt nichts, da rappelt nichts. Das ist wirklich das, was wir auch... Alu, was ist das? Ist aus Aluminium, ja, genau. Genau, wenn du gerade nochmal so mit dem Fingernagel... Das konnte ich stundenlang. ist das wirklich halt ein Rad, was absolut robust ist, was ich im Wald einsetzen kann, also auch die Laufräder oder auch die Bereifung. Wir haben ja wie so eine Art Mischprofil drauf. Ich kann es auf der Straße gut fahren, ich kann es aber wirklich halt auch im Waldeinsatz natürlich halt auch nutzen. Ne? Also man sieht ja wie so eine Art Mittelsteg in diesem Bereich hier. So ein kleiner Dominik. Smart Sam Air bei Schwalbe. Wir haben hier einen Maxxis-Reifen drauf. Aber seitlich halt auch das Stollenprofil, um wirklich dann halt auch bei loserem Untergrund, Waldwege oder durchaus auch mal querfeldein, dieses Rad halt nutzen zu können. Ich kann diesen Reifen auch mit etwas weniger Druck fahren, also ich muss ja nicht immer voll aufgepumpt. Ja, wir haben ja auch das größere Volumen in dem Fall. Das heißt, ich kann durchaus auch weniger Druck fahren, das ist gar kein Problem. Habe dann natürlich deutlich mehr Fahrkomfort und das macht es schlussendlich dann halt auch aus. Nichtsdestotrotz, im Vergleich nochmal zum Trekkingrad, ist das Revox halt etwas sportlicher. Man muss dazu sagen, wir haben jetzt eine kleine Rahmengröße, das ist S, deswegen sieht es vielleicht auch so ein bisschen zierlich aus mit dem extrem stark abfallenden Oberrohr. Aber Besonderheit ist halt wirklich hier, dass es ein Rad ist, mit dem ich wirklich alles machen kann. Das kann ich als Reiserad verwenden. Es ist wirklich unverwüstlich in dem. Ich finde es schick. Also die ja. Form finde ich schick. Ja. Also nicht so damenradmäßig, gar nicht. Es gibt auch eine Damenversion. Die Damenversion unterscheidet sich darin. Man erkennt es immer am Oberrohr, dass sie so eine Biegung halt auch drin hat. Das heißt, wir gehen hier noch etwas niedriger, um etwas mehr Schrittfreiheit auch zu generieren. Ansonsten von den Eckdaten her, also es gibt bei dem Damenmodell auch ein Pro-Modell, ist durchaus auch denkbar, wenn ich sehr, sehr kleine Männer habe, sofern es von der Farbe passt, die ein Problem mit der Schrittfreiheit hier beispielsweise haben, ne, weil sie aufsitzen, dann ist die Damenversion durchaus interessanter. Man muss halt mit der Oberrohrlänge halt aufpassen, dass das dann halt auch noch passt, aber das... Interessant auch für Kinder, das heißt also, wenn ja, ich jetzt... Ja, durchaus, ja, definitiv. Also wenn ich jetzt praktisch Rahmengröße S habe, habe so einen 12-Jährigen, wo die Beine nicht so ganz so lang sind, oder einen 11- oder einen 10-Jährigen, der könnte hier mitfahren. Genau, und bei dem Damenmodell gehen wir sogar bis XS runter, ne, von der Rahmengröße her. Also die Bandbreite ist deutlich größer geworden. Wie gesagt, das Rad, wie es hier ist, gibt so gesehen jetzt schon die letzten zwei Jahre. Seit letztem Jahr haben wir natürlich den neuesten Bosch-Motor mit drin, wie dieses Jahr halt auch. Und hätten sogar die Möglichkeit, per Range Extender auch noch einen externen Zusatzakku mit draufzusetzen, der dann quasi nochmal die Reichweite nochmal zusätzlich erhöht. Also das ist auch optional möglich. Luft oder Stahl, was ist hier drin? Eine Luftgabel haben wir drin von Santur mit Lockout-Funktion und dementsprechend der Luftkammer, wodurch ich halt auch das die gesamte Abstimmung halt genauer auf das Körpergewicht machen kann.
Was wirklich toll ist. Das heißt also, hier kann ich wie beim großen Profifahrrad die Abstimmung machen und habe auch einen negativen Federweg dann? Ja klar, also Negativfederweg ist auch hier ein Thema. Das ist einstellbar, das kommt immer aufs Körpergewicht, es kommt natürlich auf den Nutzen drauf an. Wenn ich eine sehr komfortable Gabel haben will, kann ich durchaus 20-25% negativ haben. Nutze ich es jetzt wirklich mehr auf der Straße, nur ab und zu kann man es natürlich auch ein bisschen straffer machen. Ne? Auch von den Komponenten her gesehen, klar, Bergamont oder auch Scott-Räder sind ja ausgestattet mit Synchros-Komponenten. Sprich Vorbau, Lenker, Sattelstütze. Bei dem Bereich Sattel und Griffe greift man aber auf den Hersteller Ergon zurück. Ergon kennen vielleicht auch der ein oder andere. Alles, was irgendwie ergonomisch ist, Griffe, Sättel, macht dieser Hersteller. Und da geht es wirklich um die Kontaktpunkte zum Fahrrad. Und das ist halt mal zum einen der Sattel und zum anderen der Griff. Und hier haben wir wirklich auch sehr hochwertige Produkte mit verbaut, ähnlich wie mit dem Schutzblech. Also da hat man jetzt kein No-Name-Produkt oder ähnliches drauf. Hier ist es wirklich auch für Bergamont wichtig, eine vernünftige Qualität anzubieten. Range Extender möglich? Ja, genau. Hatte ich eben schon gesagt gehabt. Also auch das ist machbar. Lässt sich hier dementsprechend... Wenn du mal kurz erklärst, was es nochmal ist, Range Extender? Range Extender ist im Prinzip, bei Bergamont ist es so, dass hier eine Halteplatte draufkommt. Und dann kann ich den zusätzlichen Akku, den du hinten siehst, bei dem... Diesen hier? Genau. Den könnte ich dann im Rahmen hier fixieren und habe dann natürlich halt auch eine größere Reichweite. Okay, das heißt, ich hätte dann diesen Intube-Akku plus den aufgesetzten. Genau. Und die schalten automatisch um oder muss ich da was umschalten? Nee, das machen die automatisch. Ne? Die stimmen sich also miteinander ab. Wir haben jetzt noch einen neuen Deckel bekommen. Der wurde noch mal ein bisschen verändert und angepasst. Hier ist es auch so, dass der Zylinder auch mit abgedeckt wird. Warte, mal kurz auf deine Seite. Gucken, ob das hier drauf ist. Da ist er, da unten. Ja, der wird mit abgedeckt. Ja, verkehrt rum. Ne? Man sieht es jetzt vielleicht auf der anderen Seite, dass er jetzt genau mit abgedeckt wird. Ist der Fall. Ja, der Porsche Performance Line CX ist natürlich der stärkste Motor aus der Serie. Steht dem Rad wahrscheinlich auch ganz toll. Ja, also klar, er hat Leistung. Ich kann natürlich auch nur im geringen Modi fahren, also im Eco-Modus oder ähnliches. Das Rad ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, kann man sagen, weil es halt wirklich zwei Räder aus zwei Welten so ein bisschen miteinander vereint. Und deswegen ist auch die Zustimmung zu dem Rad oder die Nachfrage nach dem Rad wirklich hoch. Und das hat sich über die letzten Jahre immer mehr entwickelt. Also gerade der vom Trekkingrad kommt und sagt, ich will schon ein bisschen was Sportiveres haben, der findet natürlich mit dem Rad das sportivere Rad, ganz klar. Ne? Oder wenn er sagt, ich will ein Mountainbike, aber das soll ausgestattet sein. Generell ist ein Mountainbike nackt und nicht alle Hersteller bieten mittlerweile auch die Versionen an, das so vernünftig halt auch auszustatten. No. Also ich finde es extrem gelungen. Was ich toll finde, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Also für so einen tollen Motor, Range Extender, tolle Verarbeitung, tolle Komponenten, 3.3 ist unverbindliche Preisempfehlung im Moment. Richtig, genau. Ja. Das heißt mit 19%? Mit 19% Mehrwertsteuer, richtig. Wir haben ja noch bis zum Ende des Jahres die 16% Mehrwertsteuer. Das wird also angeglichen. Und bis wir dann natürlich wieder auf dem normalen Modus dann halt auch sind, ab 1.1., sofern es nicht verlängert wird. So, ich habe einen richtigen Gepäckträger hier, was beim Hardtail natürlich toll ist. Belastbar bis 20 Kilogramm. Racktime ist ein tolles System, bei dem ich ganz viele Komponenten bekomme, die ich einfach nur einklicke. Genau, wird dementsprechend, wir haben hier auch eine leichtere Version, das heißt, wir haben hier keine Klappe oder ähnliches mehr. Er ist deutlich schmäler gehalten halt auch. Ich kann trotzdem die großen Seitentaschen seitlich fixieren. Ich kann aber auch natürlich die Taschen oder Körbe, die man von Racktime kennt, die im Prinzip hier eingeschoben werden und dann darüber verriegelt werden, halt auch montieren. Racktime, RACKTIME, wenn einer mal googeln möchte, Racktime. Und ja, die Schaltung eine Deore-Gruppe? Genau, wir haben eine Deore-Gruppe mit verbaut, also auch eine solide Schaltung in der Verbindung oben mit dem Schalthebel. Und das funktioniert natürlich auch ohne Probleme. Also gerade was Shimano halt auch angeht, muss man schon wirklich sagen. Purion-Display dann in der Kombination. Riesendisplay, also auch sehr gut ablesbar von... Weitem, wenn ich vielleicht nicht mehr so gut mit den Augen habe,
die Kilometeranzeige ist gigantisch groß. Ja, man muss dazu sagen, es gibt ja noch das Intuvia-Display, was wir hier in der Mitte sitzen haben. Aber man muss bedenken, wir kommen vom Mountainbike. Bei einem Trekkingrad ist das durchaus Thema, dieses größere Intuvia zu haben. Nur beim Mountainbike hat sich das Purion doch deutlich mehr durchgesetzt. Nicht, um jetzt, sage ich mal, Geld zu sparen oder ähnliches. Ich sehe es selber halt auch ganz einfach so, dass ich will ja gar nicht so viel Informationen. Wenn ich im Wald unterwegs bin oder so, dann gucke ich ja nicht die ganze Zeit auf ein Display oder aufs Handy oder ähnliches. Und deswegen gilt es hier halt auch die Grundfunktion in erster Linie zu sehen. Es hat eine riesen Walk-Taste, die direkt drunter ist, die ich sehr gut erreichen kann, auch mit dem, ich sag mal, linken Daumen. Die Walk-Taste, noch kurz zur Beschreibung, was kann die? Also wenn ich jetzt im Endeffekt hier drauf drücke, steht ja hier, Moment, wir haben Offline-Modus, steht hier Walk Plus. Das ist früher so gewesen, ich konnte hier mit der Taste direkt die Unterstützung, die Schiebehilfe mit aktivieren. Also Walk Plus ist nichts anderes wie eine Schiebehilfe. Jetzt muss ich es aber so machen, dass ich es in einem Zweischrittverfahren mache, weil wenn ich damals draufgekommen bin und ich wollte es gar nicht, ist das Rad halt schon losgeschossen. Hier ist es einfach so, ich drücke da drauf und Plus und dann schiebt es an. Das schiebt an. Der Vorteil ist, wenn ich jetzt absteigen muss, zum Beispiel in der Unterführung, habe es vielleicht noch schwer beladen, Genau. Hinten was drauf, also habe die Taschen beladen und so weiter, oder ich habe einen sehr steilen Berg, was auch mal passieren kann, dann hilft der Motor beim Schieben einfach mit. Richtig, also bis 6 km/h unterstützend. Also alles, wie du schon gesagt hast, irgendwo die Passage oder ähnliches, gerade im Bahnhof oder sowas, wo man dann auch hochschieben muss. Das geht auch über Treppen, das geht halt auch, ist wirklich eine Unterstützung mit. Thema Reiserad, ich habe Gepäck drauf. Das sollte man alles dann halt durchaus mit der Schiebehilfe dann halt auch ergänzend noch unterstützen können. So, also Bosch Performance CX. Ich habe hier die Möglichkeit, einen Range Extender anzubringen. Das ist auch eine tolle Geschichte, ein Intube-Akku mit drin. Rahmen ist aus Aluminium. Die Verarbeitung, das wird wo zusammengebaut, das Fahrrad? Die werden tendenziell in Belgien oder Holland montiert, die Räder. Alles andere, was jetzt natürlich Komponenten ist, Shimano oder auch die Rahmen, kommen von Fernost. Also das dort ist halt einfach Fahrradthema. Letztendlich besteht ja das Fahrrad im wichtigsten Part aus dem Rahmen, sag mal, der alles zusammenhält, die Geometrie und Co. und dann aus vielen einzelnen Komponenten, die letztlich dann auch den Preis ausmachen. Also sprich dieser Federgabel, die mit drin ist, die Santur Luftfedergabel, das Lichtsystem, was direkt an der Batterie hängt. Richtig, genau. Also die Beleuchtung hängt direkt an der Batterie. Zum einen die Frontlampe, die wir hier sehen, mit dem Reflektor drin. Die schalte ich auch über das Display? Genau, die schaltest du auch über das Display oder hinten dann zum Beispiel auch die kleine Lampenausführung, die... Also ich muss nichts aufladen, habe kein Dynamo, das leuchtet einfach sehr zuverlässig. Das Schöne ist auch, ich habe ein Schutzblech dabei, wenn Spritzwasser und Co., das Ding kann ich auch fahren, wenn es richtig regnet, ohne dass ich vollkommen pudelnass bin. Korrekt, so sieht es aus. Klar, wenn ich oben geschützt bin, so sieht es aus. Die gefederte Sattelstütze, jetzt haben wir ja hier, ich sag mal ein Hardtail, was hinten nicht gefedert ist. Ihr verkauft aus Saarbrücken eine ganz tolle Sattelstütze, die kostet knapp unter 200 Euro, die kann man sogar mitnehmen von Fahrrad zu Fahrrad, und die federt, wenn ich ein bisschen Probleme habe mit den Bandscheiben oder will es ein bisschen komfortabler haben, professionell ab. Richtig, genau. Das ist die Bei-Schulz-Sattelstütze. Gibt es mittlerweile in verschiedenen Ausführungen, auch was Federwege angeht. Vorteil ist einfach, ich kann sie über die verschiedenen Federn halt auch genau auf mein Körpergewicht abstimmen. Ist vom System her ein Parallelogramm, also funktioniert auch wirklich exakt. Es gibt viele, sage ich mal, gefederte Sattelstützen in der Erstausrüstung, die ja linear arbeiten, aber auch wirklich mehr über das eigene Körpergewicht arbeiten, wie jetzt wirklich über den Schlag an sich. Und da ist die Schulz-Sattelstütze schon was ganz anderes, das muss man schon sagen. 3.299 Euro. Wir sind bei Recycle in St. Wendel im Moment am Filmen, im ersten Stock. Heute am, was haben wir heute? Dienstag? Heute ist Dienstag, ja. Ich guck mal gerade raus, gegenüber ist der Fressnapf. Ist so ein bisschen weihnachtlich schon, oder? Das heißt, es kommt so ein bisschen Spekulatius-Feeling auf, oder? Bei dem Wetter jetzt um... Noch einen Monat, dann haben wir Weihnachten, ne? Dann wird es relativ früh dunkel, worauf ich hinaus will, du weißt es schon, der Laden ist voll im November. Normalerweise kannst du dich ein bisschen entspannen, kannst mit deinem Kind ins Schwimmbad gehen, das geht ja auch nicht. Da ist nichts dieses Jahr, das heißt, ihr habt wirklich viel zu tun. Wie komme ich denn an so ein Fahrrad jetzt ran? Wenn ich das jetzt sehe und jeder weiß, es gibt wenig Fahrräder, gerade in meiner Größe, die neuen Modelle und so weiter. Im Moment hast du ja noch welche. Am besten per E-Mail anfragen? Ja, am besten aktuell per E-Mail, weil auch das Telefon stärker besetzt sein könnte, aber aktuell ist wirklich die Nachfrage so groß. Ihr habt da einen Webshop, der Warenbestand stimmt immer?
Ja, in der Regel stimmt er immer. Immer ist immer schwierig, aber wenn du jetzt natürlich klickst und es klicken gleichzeitig zwei Ja, aber Stück. wenn du das jetzt zum Beispiel, jetzt kommt hier einer in den Laden rein, kauft das Rad jetzt hier, während er berät. Und einer bestellt es jetzt online. Wer hat denn da Vorrang? Im Endeffekt geht es immer darum, wer zuerst gekauft hat, ganz klar. In der Beratung, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte das Ist das Rad schon mal passiert? verkaufen, ja, es ist schon mal passiert, ja. Das ist ja bitter, oder? Jetzt gerade in der Corona-Phase war das halt einfach Wahnsinn, weil einfach jeder ein Fahrrad haben wollte und Also eher egal was. selten. Das heißt, Es ich ist brauche. eher selten. Wir haben da auch Mechanismen jetzt mit drin, die das verhindern, dass das nicht mehr passiert. Aber klar, ein System ist nicht 100 direkt Prozent. aktuell, ne? Das ist So ist das. schwierig, gerade bei den vielen Möglichkeiten, die es heute dann halt auch gibt. Aber wir halten das System schon am Laufen und vor allen Dingen dann halt auch so aktuell, dass es dann halt auch passt. Wenn ich jetzt von weiter wegkommen will, es abholen, kann ich eine Anzahlung machen und sagen, ich will das jetzt haben, willst du aber hier abholen? Geht das auch über einen Shop Also, um anzahlen? wirklich sicher zu sein, gerade wenn man sagt, okay, jetzt habe ich genau das Fahrrad gefunden und jetzt haben wir sonntags, dann ist es immer schwierig, eine E-Mail zu beantworten. Dann empfehle ich immer, kaufen Sie es über den Webshop und dann können wir alles weitere montags noch klären, ne, wo man es abholt oder wie auch immer. Also wir haben ja auch die Möglichkeit im Shop zu sagen, nicht nur Versand, sondern auch Abholung. Man kann dann sagen, ich möchte gerne nach Riegelsberg, ich möchte gerne nach St. Wendel, egal wie. Und wenn man dann sagt, ich hätte ganz gern jetzt noch irgendwas, den Range Extender oder ähnliches dran, dann bespricht man das individuell. So, du machst den Webshop nicht erst seit Corona, sondern Nee. der ist schon länger wie der stationäre Handel. Das heißt, du kommst ja eigentlich aus dem Versand, hast dann erst stationären Handel gemacht. Jetzt bedeutet, wenn ich jetzt bestelle, jetzt über den Webshop und ich kaufe jetzt das Fahrrad, dann habe ich ein Rückgaberecht 14 Tage. Aber das ist eng gekoppelt. Das bedeutet, das Fahrrad muss quasi unbenutzt sein, Probefahrt, kein Thema, kann aber nicht einmal durch den Wald gefahren werden. Nee, wir können jetzt nicht einmal sagen, wir machen eine Family-Tour und dann schicken wir es nochmal zurück. Das geht nicht. Ne? Also Probefahrt an sich passt die Größe, das ist alles gar kein Thema. Aber wenn das Rad nachher 80 Kilometer auf der Uhr hat, nee, dann ist es in dem Sinn keine Rückgabe. Das ist wichtig vorher zu wissen. Wir sind ehrlich, wir sprechen darüber. Genau. Nicht so nach dem Motto, was, wenn einer kauft, muss er es angucken. Da kann er meinetwegen einmal um den Block fahren, so wie hier auch. Richtig, Das genau. ist gar kein Probefahrt Thema. ist wichtig, sollten Probefahrt wir ist auch machen. wichtig. Genau. Ja. Ansonsten habe ich wie lange Zeit mit der Rückgabe laut Gesetz? Wir haben jetzt sogar einen Monat bei uns über den Webshop, also auch das ist möglich. Beim Fahrrad passiert es aber relativ selten, weil die meisten sich, wenn sie unsicher sind mit der Größe, melden sich schon vorab. Also wirklich aktuell eine kurze E-Mail schreiben, wenn es Sachen sind, die man besser telefonisch bespricht, Telefonnummer mit angeben, wir rufen gerne zurück. Die Mitarbeiter sind auch geschult drauf, da zu unterstützen und zu helfen. Selbst auch technische Fragen kann man an die Werkstatt oder an die Montage weitergeben. Auch dort wird einem auf jeden Fall geholfen. Nur die beste Kontaktaufnahme ist aktuell wirklich per E-Mail. So, das ist nur ein kleiner Teil. Ihr habt große Läden, ihr habt einen großen Versand. Und ja, wenn jemand Lust hat, im Umkreis von 100 Kilometern, gerade zum Trierer unten habe ich gesehen, das ist ja quasi noch ein Heimspiel bei euch in St. Wendel, Ja. aber Leute kommen wirklich aus Frankfurt, von überall her, kann ich hier kommen, die Öffnungszeiten? Wir sind montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr da und samstags von 9 bis 13 Uhr. Wenn ich ein Rad finde, was ich kaufen kann, kann ich das gleich mitnehmen, wenn ich es bezahlt habe? Ja, prinzipiell, wenn wir es jetzt so fertig haben wie hier, das Rad wird immer nochmal durchgecheckt, geht das auch. Und zur Not könnte ich es auch verpackt mitnehmen und selber aufbauen, wenn ich das Nee, das bisschen machen wir kann? nicht. Macht er Wir nicht. machen immer die komplette Montage, selbst auch wenn es versendet wird, wo es ja nochmal in den Karton rein muss. Dafür sind Also wir ihr baut das fix Fachhandel. und fertig auf. Wir machen nicht Kiste auf, Rechnung rein, Kleber zu und weg. Das machen wir nicht. Gut, haben wir aber alles gesprochen. WeCycle heißt das Geschäft. Ich spreche mit Nico Ockenfels in fünfter Generation. Nee, Quatsch, du hast den Laden selbst gegründet. Ich habe zwei Läden übernommen, ja. In dem Genau. anderen bin ich aber auch schon ewig tätig gewesen. So ist das. Zeig mal das Logo nochmal. WeCycle. Und du bist jetzt wie lange im Geschäft? Über 25 Jahre. Über 25 Jahre. So, da steht es, das Bergamont. Ich guck mal kurz drauf. Hier ist der Zettel E-Revox Pro EQ2. Also ich finde ein ganz tolles Fahrrad. Und ja, wenn Sie Lust haben, für 3.300 Euro mit 19% Mehrwertsteuer könnte es Ihres sein. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.